Ruben G. hat ein bizarres Hobby. Er ist Warhammer Modellinspektor. Heute ist er bei Paintomancy unterwegs. Hallo, guten Tag, Herr Rosenberg. Was haben Sie uns denn mitgebracht? Ich bin noch am Überlegen, welche Armee ich für das nächste GT spielen möchte. Und deswegen habe ich einfach mal so eine Auswahl aus verschiedenen Sachen mitgebracht und wollte das natürlich vorher einmal absegnen lassen. Was haben wir denn als erstes hier? Einen Schädelsammler, wenn ich recht sehe. Mhm. Da haben wir natürlich einen ganz klassischen Verstoß. Das Schwert, wie Sie sehen können, das ist nicht ganz nach Bauanleitung angeklebt. Das ist nämlich in der Bauanleitung eigentlich in einem 35-Grad-Winkel. Das ist hier eindeutig ein 40-Grad-Winkel. So kann der oben mit der Spitze eine Sichtlinie über einen Container ziehen. Und so können wir das natürlich nicht zulassen. Aber der hat doch gar keine Schusswaffe im Spiel. Ja, an den Tatsachen kann ich ja nichts ändern. Die Sichtlinie ist ja vorhanden. Schauen wir mal, was haben Sie denn als nächstes dabei? Ein selbstgebauter Battlewagon. Ah, finde ich super, dass das schon mal erkannt wird. Sieht man ja oft bei Orks. Was man auch oft bei Orks sieht, ist hier direkt eindeutig, der ist falsch geparkt. Hä? Auf einer Ovalbase. Okay. Der hat ja gar keine Ovalbase. Ja. In den Regeln. Ja, aber also sonst kriege ich den halt nicht befestigt. Also weil sonst, keine Ahnung, was soll ich denn sonst machen? Ja, dann müssen Sie den wohl abbrechen. Der fliegt ja nicht in den Regeln, ne? Okay, also soll ich den einfach abbrechen? Ja, brechen Sie den ab und... Okay. Oh, da muss ich auch nochmal gucken, hier. Die Kanone kann man eindeutig sehen. Die ist 1,5 Zoll zu lang. Also da müssten Sie wohl auch nochmal mit der Säge ran. Denn mit der Länge der Kanone, da fliegt er um die Ecke, zack, ist da auf einmal eine Sichtlinie vorhanden, mit der man nicht rechnen kann. Er kann doch jetzt nicht einfach sein Modell kaputt machen. Naja, was soll er denn sonst machen? Dann kann er es halt nicht spielen, ne? Ah, das ist ein ganz, ganz klassischer Verstoß, ne? Klassiker. Ein Deathwing Captain in grün. Herr Rosenberg, das sollten Sie eigentlich wissen. Der Deathwing Captain, der hat eine beige Rüstung. Der hat keine grüne Rüstung. Okay, ich fand es aber ästhetisch ein bisschen schöner, den einfach. Also ich meine, letzten Endes ist doch die Farbe egal, oder nicht? Naja, so steht's halt im Kodex, ne? Und das Modell, da kann ich nichts gegen tun, das muss ich zulassen, leider. Aber das gibt 2 Punkte in Terra. Wow. Und ihr findet das gut? Kurz vor Feierabend gibt es dann noch einen richtigen Knaller. Ein Alternativmodell aus der Horus Heresy. Was haben wir denn jetzt hier? Landry der Proteus, der ist ja seit der Heresy nicht mehr zugelassen. Da muss ich direkt mal beim Mars anrufen. Ich habe jetzt hier mal eine Bemessungsgrundlage organisiert. Hier, da kann man eindeutig sehen, das entspricht nicht mehr dem Landrider Standard. Aber die sehen doch quasi gleich aus. Nee, das geht nicht. Das geht nicht. Und jetzt? Ja, weg damit. Der wird jetzt eingezogen. Ab zum Tabletop-Ankauf. Aber was genau wollen Sie denn jetzt damit erreichen? Also mein großer Traum ist es, auf jeden Fall die Kill-Turnier in Deutschland mindestens ein illegales Modell von der Platte zu entfernen. Schönen Tag. Dieses Video wird präsentiert von Games Island. Hier findest du alles, was das Warhammer-Herz begehrt, zu fairen Preisen. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Hallo und herzlich willkommen zum Paintomancy Monatsmaler. Hier sagen wir dem Pile of Shame den Kampf an. Die Regeln sind ganz einfach. Jeder Teilnehmer setzt sich ein Ziel und wer es nicht schafft, der bekommt die Schandetasse. Schauen wir also erstmal, was wir so letzten Monat getrieben haben. Mein Monat hat richtig gut gestartet, weil ich hatte wirklich unfassbar viel Motivation, diese Terminatoren anzumalen, den Thermi-Captain anzumalen und vor allem auch die Legions-Sachen. Ich hatte also erstmal angefangen mit den ganzen Legions-Modellen und habe die schon mal silber gesprayt und dann schon mal hier und da mit hellem Silber so ein paar Highlights gemacht. Dann kam aber das erste Problem, weil meine Airbrush war irgendwie Schrott und da war irgendwas mit dem Trigger nicht in Ordnung und ich konnte im Endeffekt eine Woche nicht malen, weil ich nun mal in meinen Mal-Workflow die Airbrush komplett eingebaut habe und deswegen eigentlich kaum irgendeinen Schritt ohne Airbrush machen kann. Letzten Endes hatte sich dann Mitte März das Problem glücklicherweise gelöst, weil Genie hat dann einfach WD-40 genommen und das in die Airbrush reingeballert und dann ging die wieder. Das klingt barbarischer als es war. Ich habe das gezielt
gemacht. Es klingt barbarisch, aber es hat funktioniert. Jetzt funktioniert sie wieder. Dann war allerdings schon so viel Zeit vergangen und die Terminatoren standen so ein bisschen drum und der Thermi-Captain und die Legion-Sachen. Und ich habe das irgendwie die ganze Zeit so vor mich hergeschoben, weil ich irgendwie zu dem Zeitpunkt nicht die Motivation gefunden hatte, da irgendwie weiterzuarbeiten. Ich habe es also immer weitergeschoben, habe irgendwelche Sachen angemalt, auf die ich irgendwie mehr Bock hatte zu dem Zeitpunkt, weil vor allem möchte ich mich ja nicht maltechnisch irgendwie ausbrennen, indem ich mich jetzt irgendwie an den Tisch fessel und etwas bemale, was ich gerade überhaupt nicht bemalen möchte. Mein Plan war es dann gewesen, einfach dieses Osterwochenende komplett durchzuballern und da einfach die Sachen anzumalen. Nur hatte ich dann irgendwie vergessen, dass ich ja auch Familie habe und irgendwie war ich dann die ganzen Ostertage immer wieder bei der Familie und konnte dann irgendwie dann maximal abends malen und das war ein bisschen problematisch. Deswegen habe ich dann zuerst gesagt, okay, ich mache schweren Herzens die Legion-Sachen nicht, obwohl ich da eigentlich total Lust drauf habe. Ich mache noch die Terminatoren fertig. Dann gab es noch ein spontanes Osteressen mit Genies Oma und da wusste ich, oh fuck, ich krieg nicht mal die Terminatoren fertig. Aber eine Sache wollte ich zumindest fertig bekommen. Und zwar den Dark Angels Terminator Cap. Also habe ich diesen Monat erfolgreich von meinem Monatsziel ein Modell bemalt und ich fühle mich richtig schlecht. Ich muss wirklich sagen, das ist auf ganzer Linie versagt. Aber ich finde, der Dark Angels Thermi-Captain ist richtig geil geworden. Der gefällt mir unfassbar gut und ja, er ist grün. Und es ist vollkommen okay, dass er grün ist. Das geht jetzt an alle Grün-Hater da draußen. Ich finde es immer witzig, weil wenn Leute mit dem Hobby anfangen, dann stellen die meistens immer eine Frage. Und zwar, aber darf ich denn meine Figuren dann einfach auch anders anmalen? Und die Antwort von jedem Hobbyisten, der schon ein Hobby ist, wird eigentlich sein, klar, du kannst deine Figuren anmalen, wie du möchtest. Außer, wenn du einen Dark Angels Terminator Cap bemalst, weil dann werden alle wütend. Ja, so Anfang des Monats saß ich dann da und hatte diese Lord of Skulls Box vor mir. Und ich war wirklich so, aber ich habe mir die Gussrahmen angeguckt und so und war so, ich habe gar keinen Bock, nochmal dieses Kackmodell zu basteln und zu bemalen. Und ich habe mich unfassbar darüber geärgert, dass ich mir noch einen gekauft habe und wirklich dachte, dass es jetzt eine coole Idee ist, einen zweiten Lord of Skulls zu bemalen, nachdem ich das schon einmal gemacht habe. Aber ich wollte halt unbedingt diese World Eaters Liste mit zwei Lord of Skulls und Angron spielen beim Firebug. Und war dann so, ja, ich fange einfach mal an und ich guck mal, wie es sich so anfühlt. Dann war es halt an dem Tag der Listenabgabe fürs Firebug, also so eine Woche vorher. Und ich war so, okay, ich habe den halb gebastelt und habe dann aber trotzdem einfach die Liste abgegeben und war so, naja, ich werde schon irgendwie schaffen. Ich habe dann tatsächlich Montag und Dienstag so ein bisschen lustlos nebenbei an dem gemalt und hab die ganze Zeit Leute angeschrieben und gefragt, hat irgendwer einen bemalten Lord of Skulls, den ich mir leihen kann? Und war die ganze Zeit so, naja, ich male den dann so über den Monat irgendwie noch fertig, aber ich habe einfach irgendwie keinen Bock, den gerade so schön anzumalen. Dann gab es aber niemanden, der einen bemalten Lord of Skulls hatte und die Liste war abgegeben. Also habe ich mich dann Mittwoch und Donnerstag rangesetzt und habe den noch durchgezogen. Und irgendwie habe ich dann wieder so ein bisschen so eine panikmalen Transzendenz erreicht bei den Lord of Skulls. Und es war irgendwie gar nicht schlimm. Also es hat mir jetzt auch nicht besonders Spaß gemacht, das Modell anzumalen, aber es war jetzt irgendwie auch nicht voll schlimm. Und ich habe mich irgendwie dann einfach so abends noch zu Hause an diese Einzelteile rangesetzt und so und dann ging es irgendwie. Und ich musste nicht mal so noch eine erweiterte Nachtschicht machen oder so. Und irgendwie ist es dann einfach fertig geworden und ich habe es geschafft, keine Schallertasse zu kriegen, Leute. Ja, Leute, was war eigentlich mit dem März los? Der März war non-existent, der war weg. Also, der ging so schnell vorbei, ich hatte wirklich jetzt ungelogen das Gefühl, der März hat eine Woche gedauert. Und so ging es mir auch mit meinem Monatsziel. Ich habe mein Monatsziel angefangen mit, ja, wie auch ein bisschen davor den Monat. Ach komm, wenn ich schon Necrons bemale, mache ich doch direkt ganz, ganz viele, weil das ist ja ein Arbeitsschritt. Das heißt, mein eigentliches Ziel waren ja eigentlich 6 Bikes, 2 Charaktere und 6 Scarabs. And that's it. Und dann war ich so, oh, dann habe ich meine Destroyer gefunden. Dann habe ich die Destroyer wieder restauriert. Dann habe ich mir 2 Destroyer Lords im Stream mit euch live gebaut, die ich voll geil fand. Dann war ich so, oh, ich will unbedingt einen Triarch Stalker spielen. Habe ich einen Triarch Stalker noch gekauft und aufgebaut und habe das alles
grundiert, geölt, das Gold eingeblockt. Und dann kam so die Realisation, Moment, eigentlich habe ich gerade nicht so Lust auf 40k, sondern auf Age of Sigmar und Old World. Und dann lag es. Und dann liegen da irgendwie gefühlt 2000 Punkte Necrons, die alle grundiert, geölt sind und nur darauf warten, weitergemacht zu werden. Ich war so, nee, weißt du was, ich hab keinen Bock. Bis zum 31.03., wo ich mir gedacht habe, komm, wir haben Sonntag, 17 Uhr, mache ich doch zumindest fertig, was ich mir als Monatsziel genommen habe. Allerdings dachte ich dann, komm, ich habe mit euch zusammen die beiden Destroyer Lords gebaut und die angefangen im Stream zu bemalen. Da fehlen nur noch Klingen und Leuchteffekte und der Reanimator war auch fast fertig. Da fehlten legit nur noch Leuchteffekte. Hab auch geguckt, ich hatte zum Glück noch genau die paar Bases gedruckt auf Lager, also habe ich es dann noch durchgezogen. Ich habe dann an dem Sonntag seit langem mal wieder ein Panikmalen gemacht. Ich glaube, ich bin um 2:30 ins Bett. Es war auch noch der Tag nach der Zeitumstellung, also war es dann nicht ganz so schlimm, weil es ja eigentlich erst 2:30 war. Aber ja, ich habe es dann noch durchgezogen. Und wisst ihr was? Ich bin richtig stolz auf mich. Ich bin nicht so einer dieser Monatsmaler-Teilnehmer, der sich ein Ziel nimmt, das dann doch nicht im Monat braucht und es deswegen nicht macht. Nein, ich habe es durchgezogen. Ich habe gesagt, auch wenn ich es gerade nicht brauche. Es war mein Ziel. Mein Ziel ist es, Pile zu verkleinern. Also habe ich es gemacht. Ja, Leute, was soll ich sagen? Wie lief mein Monat? Bescheiden. Also er lief wirklich bescheiden. Weil Anfang des Monats habe ich halt angefangen und habe richtig losgelegt mit meinen Chaoskriegern für Old World. Es waren ja 10 Krieger, ein Streitwagen, 5 Reiter, ein Hexer. Und ja, dann kam das große Problem, dass mein bester Kumpel sich bei mir gemeldet hat. Und so war, yo Diggi, hast du nicht Bock, Total War Warhammer 3 mit mir zu spielen? Weil ich hatte ihm das zu Ostern geschenkt. Und dann haben wir halt angefangen, Total War zu zocken. Sehr viel. Und sehr lange. Und ja, dann ist halt mein Monatsziel so ein bisschen auf der Strecke geblieben und dann habe ich halt teilweise noch weitergemalt. So, habe die Mäntel von den Chaoskriegern fertig gemacht, ich habe mit dem Streitwagen angefangen. Und beim Streitwagen habe ich gemerkt, dass ich einen großen Fehler gemacht habe. Und zwar, ich habe die Pferde festgeklebt. Und das war halt dumm, weil damit konntest du die Pferde nicht anständig bemalen, du konntest die ganze Schabracke, die drauf haben, nicht richtig bemalen, den Sattel nicht richtig bemalen. Und mit den Rittern habe ich grün gemacht und dann habe ich die einfach liegen lassen, weil ich war so, ja ey, ich habe gar keinen Bock auf die ganze Trim bei denen, weil die haben unendlich viel Trim. Und den Magier habe ich angefangen und der ist auch fast fertig geworden und da bin ich auch ganz stolz auf den Feuereffekt, den der an dem Zauberstab hat. Und ja, dank Total War Warhammer 3 habe ich es nicht geschafft, mein Monatsziel diesen Monat fertig zu kriegen. Deswegen, Genie, ist das jetzt die zweite oder dritte, die ich kriege? Und ja, was mich am meisten an der Tasse aufregt, ist, dass es Ruben diesen Monat geschafft hat und ich nicht. Und das macht mich wütend. Da bin ich echt traurig auf mich und wütend auf mich. Hallo zusammen. Ja, von mir gibt es diesen Monat leider kein Monatsmaler-Ergebnis, aber ich bin auch nicht fertig geworden. Ich habe mir natürlich viel zu viel vorgenommen. Ich bin mit allem so teilweise fertig geworden. Also ich werde alles irgendwie demnächst mal spielen können, glaube ich, was ich mir vorgenommen hatte. Aber ja, ich habe es nicht geschafft, Leute. Aber ich bin auch gerade hier in Leoben auf dem Turnier. Und deswegen hat das Ganze auch dieses Format hier. Genau. Und das ist der einzige Grund, warum ich nicht fertig geworden bin, selbstverständlich. Ansonsten hätte ich es natürlich geschafft, aber so leider keine Chance. Ja, schade drum. Ich nehme die Schandetasse mal wieder an. An dieser Stelle ist es mal wieder Zeit für den Community-Monatsmaler. Wenn ihr auch Bock darauf habt, dass wir hier euer fertiges Monatsziel zeigen, dann kommt einfach auf unseren Discord-Server. Dort postet ihr einfach Bilder von eurem fertigen Monatsziel in den Community-Monatsmaler-Channel und wir suchen dann ein paar aus, die wir hier zeigen. Den Link zum Discord findet ihr in der Videobeschreibung. An dieser Stelle vielen Dank an unseren Partner Games Island, die den Kanal hier sponsern. Außerdem vielen Dank an alle unsere Patrons
ohne die wir das Ganze hier gar nicht machen könnten. Und insbesondere unsere Paintomancer und Paintowarlocks. Und zwar Daniel, Fendray, Frederick, Goblinlord, Kurugawa, Pingotobi, Sal, Sebbe, Rayback, Alec-Light, Asmodell, Astaroth, Grisorius, Dennis, Dominik, Frank-Peter, Freckel, Goofy Mezzo, Guano Master, Hopfi, Kevin, Cornflake, Lord Sicilius, Lysiander, Manu, Markus, Matthias, Michael, Michael, Mitch, Nagashur, Nörgel, Pankala, Rillenfurz der Große, Robi, Roman, Sijin, Stefan und Tuhota. Wenn ihr uns zusätzlich mit euren Hobby-Einkäufen unterstützen wollt, dann schaut doch mal in der Videobeschreibung bei den Affiliate-Links von Games Island und PK Pro vorbei. Das kostet für euch keinen Cent extra und wir kriegen eine kleine Provision von eurem Hobby-Einkauf. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest des Videos. Okay, jetzt habe ich halt hier die Schandetasse und ich brauche jetzt irgendwas diesen Monat, womit ich mich so richtig motivieren kann. Es gibt aber zum Glück zwei Faktoren, die da wirklich am Start sind. Der erste Faktor ist der neue Ork-Kodex. Da freue ich mich total drauf und deswegen werde ich 3 Meganobs bemalen. Nicht zu viel, es muss eine kleine Menge sein. Ich muss quasi 40k für mich so microdosen, dass ich so langsam in das ganze Thema vielleicht wieder so reinkomme, weil momentan gibt es so viele andere tolle Modelle und Spielsysteme und so, auf die ich gerade irgendwie mehr Lust habe, aber ich will auch irgendwie trotzdem so ein bisschen am Ball bleiben. Die Meganobs mache ich natürlich in meinem Magar-Farbschema, also oder Makar oder wie auch immer jetzt. Auf jeden Fall, die werden orange. Das werden die orangen Orks und die kriegen dann so geil schwarze Rüstung und ich habe ja schon den Meganob-Boss, nee, den War-Boss in Mega-Armor. Genau, den habe ich ja schon bemalt und die sollen im Endeffekt einfach eine Mini-Version von dem werden. Es wurde ja allerdings auch die neue AOS-Edition angekündigt und boy, ich habe Bock. Also gerade irgendwie nochmal mit den neuen Stormcast-Modellen. Ich weiß, viele finden die irgendwie nicht so geil, den Liberator, den die gezeigt haben. Ich finde den mega gut, aber jeder macht jetzt Stormcasts. Aber es gibt ja noch eine andere Fraktion, die auch menschlich ist, die auch richtig geil ist, und zwar Cities of Sigmar. Und deswegen mache ich da die komplette Kommandoabteilung. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist eine ganz dumme Entscheidung, weil im Endeffekt sind das 5 Charaktermodelle und noch so ein kleines Tierchen. Und ich könnte mich damit übernehmen, aber ich möchte auch den ersten Schritt wagen in eine neue AOS-Armee. Okay, ich hätte niemals gedacht, dass René diesen Monat was für 40k macht. Ich glaube, er wird es auch nicht machen, weil er keine Motivation da gerade hat. Ja, Renés Monatsziel ist echt gewagt, weil er hat sich so 2 Sachen genommen, wo ich mir echt unsicher bin, ob der sich so da durchgerungen kriegt, die fertig zu machen. Weil A, die Orks, er ist nicht so deep in 40k drin gerade und das könnte man leicht so droppen. Und AOS sind einfach 5 Charaktermodelle. So, ich glaube, 2, 3 davon macht er mit großer Freude fertig. Aber dann so, wenn man dann 3 Charaktermodelle angemalt hat, nochmal 2 anzumalen, weil die will man ja auch nicht batchpainten oder so. Ja, was soll ich zu René sagen? Also der malt einen Kommandotrupp mit 5 Charaktermodellen an. Und die Orks, ja, keine Ahnung. Ja, das macht er, das schüttelt er wieder so aus dem Handgelenk. So, keine Ahnung, ich reg mich wieder auf, dass ich meinen Monatsziel nicht schaffe. Und er sitzt da einfach und ist so, ja, ich mach das jetzt einfach mal in 2 Tagen fertig und es sieht einfach geil aus. Und es sieht einfach besser aus als alles, was du jemals in deinem Leben bemalt hast, Bobo. Also haha. Ja, für den neuen Monat habe ich jetzt ganz lange überlegt, was male ich eigentlich an? Weil ich habe gerade irgendwie so viele Möglichkeiten. Ich war so, male ich jetzt Tau weiter, male ich mal die Crude Box an, dann habe ich noch irgendwie ein paar World Eater Sachen, die angemalt werden könnten. Weil der Chaos Space Marine Codex, der steht ja auch irgendwie in den Startlöchern und eigentlich mag ich ja Chaos Space Marines total gerne. Und dann kommt noch die neue AOS Edition und wahrscheinlich kommen neue Skaven. Und da war ich auch schon so, male ich schon mal irgendwie Skaven Sachen an, wo ich weiß, dass die safe drin bleiben. Dann war ich noch so, fange ich vielleicht Custodes an? Und ja, keine Ahnung, es gab jetzt nicht irgendwie so einen klaren Weg, was ich jetzt gerade als nächstes anmale. Und deswegen habe ich mich einfach dazu entschieden, einen World Eaters Dämonenprinzen anzumalen. Denn den will ich voll gerne spielen und ich habe noch keinen bemalten World Eaters Dämonenprinzen. Und besonders besitze ich auch noch gar keinen Dämonenprinzen zu Fuß, weil man ja früher immer nur Dämonenprinzen mit Flügeln gespielt hat. Und jetzt finde ich den zu Fuß bei World Eaters aber irgendwie cooler und habe mir gedacht, ja gut, dann nehme ich doch einfach mal die Gelegenheit, mal den mal an. Es kommen eh noch ein paar Turniere jetzt bald und da will ich sowieso World Eater spielen und dann kann ich auch mal einen Dämonenprinzen zu Fuß ausprobieren. Und ich glaube, das kann jetzt so an den Monat anknüpfen, dass ich nochmal keine Schandetasse kriege. Außerdem nehme ich dann noch mein Modell für D&D dazu, für die Kampagne, die René mit uns macht. Denn das habe ich ja vorletzten Monat schon nicht geschafft und René hat uns jetzt eine Deadline gesetzt und deswegen will ich den jetzt auch unbedingt anmalen.
Und ich habe sowieso Bock, den anzumalen, aber es ist die ganze Zeit irgendwie so unter den Tisch gefallen und deswegen mache ich den auch dazu. Ich bin voll gespannt auf den Dämonenprinzen von Ruben, weil ich glaube, der könnte richtig geil werden. Und endlich sehe ich meinen Dämonenprinz ohne Flügel live, weil das neue Modell ist so geil. Besonders, wenn es halt keine Flügel hat, weil ich finde, dann sieht es noch besser aus. Ja, zum Ruben kann ich nur sagen, der Junge hat jetzt Blut geleckt. Der hat jetzt richtig Bock, weil keine Schandetaste mehr zu bekommen. Und dadurch, dass er ja eh das D&D-Charaktermodell endlich fertig machen muss, dank der Deadline von René. Und der Dämonenprinz, da hat er auch Bock drauf. Der Ruben, der packt das, auf jeden Fall. Ich glaube da an ihn. Und nächsten Monat gehen wir beide ohne Schandetaste hier raus. Und das ist dann das erste Mal, dass wir beide keine Schandetaste kriegen. Ja, mein neues Monatsziel wird der Knight Arcanum für Age of Sigmar. Weil ich habe den Trailer gesehen und war ziemlich gehypt, nur durch den Trailer. Und ich wollte mir jetzt mal ein Charaktermodell machen, mal so ein bisschen mein Farbschema testen. Weil irgendwie, ich habe halt früher in AOS 2.0 habe ich halt Hammers of Sigmar gespielt, weil das halt so dieses Standard-Farbschema ist und man das relativ schnell hingekriegt hat. Und ich weiß nicht, ob ich bei dem Hammers of Sigmar Farbschema bleiben soll oder ob ich was anderes mache. Und ja, da bin ich mal gespannt, worauf ich mich dann endlich einlassen werde. Und ich habe da schon irgendwie Bock drauf, weil durch den Trailer bin ich auch irgendwie wieder gehypt und dadurch, dass der Rest jetzt auch anfängt, wieder AOS zu spielen, bin ich so, da tauchst du auch mal mit ein. Mal gucken, ob es dir immer noch so viel Spaß macht, wie es früher tatsächlich gemacht hat. Und ja, dann halt mal schauen, was wird. Ich find's geil, dass Bobo jetzt auch so ein Sigma-Bro wird. Ich muss ihn nur irgendwie noch in ein cooles Farbschema reintalken. Ich fänd das normale zu langweilig, aber ich hab eine Idee. Boah, Bobo ist eine absolute Wildcard. Ich habe so das Gefühl, er malt den Stormcast irgendwie einfach nur an, weil jetzt alle so AOS-Yay sind. Also bei Bobo, eigentlich muss er es schaffen, aber wir malen ja auch noch Old World nebenbei. Und deswegen bin ich mal gespannt, ob der dann überhaupt Bock hat, jetzt gerade noch einen Stormcast anzumalen. Aber eigentlich ist es ja jetzt kein... Also eigentlich, ich sage, er schafft es, aber mal gucken, wie viel Mühe er sich gibt. Für mein neues Monatsziel... Ja, ich habe ein bisschen Angst, dass der April auch wieder so mega schnell vorbeigeht wie der März. Aber ich hoffe einfach mal nicht. Ich habe richtig viele coole Sachen geplant für den April. Und irgendwie bin ich zu René geworden. Denn ich habe mir so überlegt, ich möchte ein Monatsziel machen, wo ich wirklich Motivation für habe und was ich vor allem brauchen kann. Und ich habe mir die letzten Tage wirklich Zeit genommen zu überlegen, was könnte das sein? Und bin zum Schluss dabei gelandet, dass ich einfach für 4 Spielsysteme was machen werde. Ich bin ein absoluter Hobby-Schmetterling geworden. Passend zum Frühling, das Wetter wird warm, schlüpfe ich aus meinem Kokon und mache irgendwie alles. Fangen wir also mal an, für welche 4 Systeme ich was machen werde. Und wir fangen mit dem offensichtlichsten an. Denn auch wenn ich jetzt im April tatsächlich doch nicht auf ein 40k-Turnier fahren werde, werde ich im Mai auf das Corsair Open in München fahren. Und ich freue mich, wenn auch nicht so sehr auf das 40k-Spielen selber, weil ich da halt noch ein bisschen Angst vor habe, weil ich gerade nicht drin bin. Aber ich freue mich riesig auf das Event. Ich freue mich auf die Veranstalter. Ich freue mich darauf, super viele von euch zu treffen, weil schon super viele gesagt haben, dass sie da sind. Und deswegen will ich da auch wieder ein bisschen was für meine Necrons machen. Ich weiß nicht genau, wie meine Liste vor das Corsair Open aussehen wird. Ich dürfte jetzt eigentlich relativ gut die Sachen haben, die ich brauche, um die Liste zu spielen, die ich in meinem Kopf habe. Aber einfach, um safe zu gehen, werde ich meine Destroyer fertig machen. Das sind 6 normale Destroyer und 3 Heavy Locust Destroyer. Die mache ich fertig, weil ich die sehr wahrscheinlich spielen möchte und dann zumindest was für die sichere Seite habe. Das nächste System wird Age of Sigmar. Denn ich bin ein kleines bisschen im Age of Sigmar-Hype durch die neue Edition und ich habe eine grandiose Idee für ein Farbschema. Die Leute, die uns bei Patreon unterstützen, haben ja vielleicht schon mein PDF-Tutorial vom letzten Monat gesehen, wo ich euch meinen Stormcast gezeigt habe. Und der ist eine geupgradete Version meines alten Starcast-Farbschemas. Denn es gibt einen sehr guten Grund, warum die Rüstung nicht mehr metallisch sein darf. Und ich habe mir fest vorgenommen, euch das diesen Monat auch in einem Video zu zeigen. Ich werde noch nicht viel vorwegnehmen. Ein paar Leute, die im Stream dabei sind, haben es wahrscheinlich schon gehört, weil ich schon mal drüber geredet habe. Aber ich habe etwas vor, was ich so bis jetzt im Internet noch nicht gesehen habe. Für das nächste System... Hast du eigentlich gesagt, was du machst? Ja, ich weiß, das will ich ja auch nicht. Achso, stimmt. Okay, ich muss euch das Modell sagen. Da hat der Ruben absolut recht. Ich werde
den Charakterdrachen der Stormcasts bemalen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt, aber es kam ja diese neue Grondis. Box raus. Grondis? Grondis. Grondis. Nein, der heißt nicht Grondis. Der mit dem Reiter drauf. Nicht der Einzeldrache, sondern der Drache, der auf diesem Felsen sitzt mit dem Stormkopf. Genau, den werde ich machen, diesen Charaktermodelldrachen. Weil da habe ich was richtig Geiles vor. Für das nächste System, System Nummer 3, tauchen wir in die alte Welt. Denn ich habe ein bisschen Old World Blut geleckt und ich möchte dafür die Waldelfen von Lost Kingdom bemalen. Und ich habe mir schon so eine kleine Liste parat gelegt, die muss ich aber so ein bisschen separat machen. Aber einfach, weil ich das Modell so geil finde, möchte ich eines der Charaktere noch parallel bemalen. Es gibt da nämlich so eine geile, ja, Kitsune-Waldelfin, die irgendwie so halb Fuchs ist und auch einen kleinen Fuchs dabei hat. Und ich habe total Lust auf das Modell, aber ich krieg's gerade noch nicht in meiner Liste unter. Aber ich möchte es trotzdem einfach bemalen, weil ich das Modell so wunderschön finde. Und deswegen werde ich das als Old World nehmen. Und das letzte System wird alle Leute in diesem Raum hier schockieren und besonders dich, René. Denn ich habe mir überlegt, René tut in letzter Zeit sehr, sehr viel für mich. Vor allem mir mit den 3D-Drucken helfen, gerade für die Waldelfenliste, die ich haben will, weil ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung von 3D-Druck, fragt mich nicht in den Streams nach 3D-Druck, das macht alles er. Und deswegen habe ich überlegt, ich tue ihm mal einen Gefallen und ich werde mal ein ganz kleines bisschen Legions bemalen. Denn ich merke die ganze Zeit, dass René so viel Lust hat, das Spiel mal zu spielen, aber niemanden hat, der mit ihm spielen. Ich werde in dem Monat keine Liste bemalen, die ich dann spielen kann. Aber ich will mal anfangen. Ich weiß nicht genau was, es sollen ein paar Infanterietruppen werden, so, keine Ahnung, 4, 5 Bases, ein paar Panzer, dass ich einfach schon mal so ein bisschen testen kann. Und entweder werde ich die als Emperor's Children bemalen, wenn ich Lust habe, mir ein bisschen Mühe zu geben. Und wenn ich sage, hey, okay, ich will die wirklich einfach nur bemalt haben, damit ich das Spiel mal spielen kann, dann mache ich Death Guard. Weil dann kann ich die einfach nur beige airbrushen, bisschen Bronze, Öl und fertig. Und dann gehen die giga schnell. Dann. René, wie viel Bases? Die Panzer sind ja nicht auf Bases, oder? Nee, ich weiß gar nicht, was du machst. Du sitzt doch gar nichts. Ich bin. Ja, aber das kann man ja ändern. Ich sag jetzt aber 10. Ich sag 10. Ich mach 10 Sachen. Ob es jetzt Panzer oder Infanterie-Bases oder ein Cyborg auf einer Base ist, ich mach 10. Also ich find's turbo random, dass Genie jetzt Legions anmalt. Ich meine, ich find's cool und vielleicht haben wir beide dann irgendwann mal genug, dass wir spielen können. Und vielleicht könnt ihr uns dann mal dabei zuschauen.